Und Post gibt's, genau. Da ich nicht viel Neues berichten kann, habe ich mal die Post vorsortiert und die üblichen Werbeschreiben habe ich gleich entsorgt. Debitor Inkassogesellschaft, das gehört in den Müll. Ja, was ist das? Stadt Herne. Fangen wir mal damit an. Verwaltungsstreitverfahren Dippelzig-Keseberg Stadt Herne. Sehr geehrter K. Mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 17.10.22 wurden Ihnen die Kosten der Rechtsstreitigkeit mit dem Aktenzeichen auferlegt. Hierzu gehören auch die in diesem Verfahren entstandenen außergerichtlichen Kosten. Folgende Aufwendungen auslagen, waren zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich. Erste Instanz notwendige Aufwendung gemäß § 162, 20 Euro. Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte bis zum 19. Dezember auf das unten genannte Konto der Stadtverwaltung Herne. Die wollen tatsächlich Geld von mir haben, diese Arschlöcher. Kriegen Sie nicht. Sollen Sie sich auf die Liste meiner Schuldner eintragen lassen. Zahlungseingänge berücksichtigt PVZ. Pressevertrieb. Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag von 174,10 Euro. Nee, überweise ich mit Sicherheit nicht. Denn eure Pressenprodukte habe ich nicht bestellt und will ich auch nicht haben. Und noch sowas. Frankfurter Allgemeine. Auch die habe ich nicht bestellt und kriegen auch nichts von mir. Ah ja, da geht es um Vodafone. Vodafone will mir die Monate Februar, März und April in Rechnung stellen, obwohl ich Ende Februar diesen Jahres da ausgezogen bin. Und da habe ich schon 50 Euro angeboten. Und jetzt Ratenzahlungsvereinbarung in Verbindung. Nee, Quatsch, auch da gibt es nichts. Stadt Gelsenkirchen. Da geht es um meinen Antrag auf Schwerbehindertenausweis. Ihre Angelegenheit nach dem Schwerbehindertenrecht, sehr geehrter Herr K., Ihr Antrag nach dem ist bei mir am 15.11.22 eingegangen. Er wird unter dem oben angegebenen Geschäftszeichen gearbeitet. Über Ihren Antrag entscheiden zu können, sind medizinische Unterlagen über Ihre Gesundheitsstörungen erforderlich. Diese werden von den im Antrag angegebenen Ärzten und weiteren Stellen von hier angefordert. Erst nach Eingang dieser Unterlagen kann eine Entscheidung über Ihr Antrag getroffen werden. Bis zu einer Entscheidung können einige Monate vergehen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis. Soweit Sie die Online-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie folgende Angaben. Ja, die sind natürlich geheim. Die werde ich jetzt nicht öffentlich machen. Ja, da arbeiten Sie dran an meinem Schwerbehindertenausweis. Jobcenter. Ja, beim Jobcenter habe ich heute, nee, gestern einen Antrag auf Weiterbewilligung gestellt. Und
Ablauf Ihres Bewilligungszeitraums zum 31.01.23. Frühzeitig vor Ablauf Antrag stellen, Angaben machen über Genau. Das ist das Übliche, das kenne ich schon. Kriegen Sie. Bezirksregierung Arnsberg. Das ist auch gut. Ja, Wiederaktivierung, Reaktivierung meiner Approbation strebe ich da an. Durchführung des Psychotherapeutengesetzes. Sehr geehrter Herr K., ich nehme Bezug auf Ihr oben genanntes Fax und den darin gestellten Antrag auf Aufhebung der Anordnung des Ruhens Ihrer Approbation vom 22.10.2015. Sie geben an, wieder gesund zu sein. Ich bitte diesbezüglich um Darstellung und Nachweis der zwischenzeitlich durchgeführten Therapien zur Behandlung der gutachterlich festgestellten Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, paranoide Schizophrenie. Darüber hinaus bitte ich um Darstellung und Nachweis der zwischenzeitlich durchgeführten Therapie zur Entgiftung, Entwöhnung und Adaption der eingestandenen Drogenabhängigkeit. Andernfalls kann nicht von einer Genesung ausgegangen werden und die Voraussetzung für das Ruhen der Approbation, Paragraph 5, bestehen fort. Also, wie soll ich eine Therapie machen? Gutachterlich festgestellte Erkrankung. Das gut, die gutachterlich festgestellte Erkrankung waren Fake-Gutachten. Ich bin nicht paranoid, schizophren erkrankt und ich bin auch nicht drogenabhängig. Und jetzt muss ich nachweisen, dass ich entsprechende Heilbehandlungen in Anspruch genommen habe. Habe ich ja versucht. Genau um das zu beweisen, habe ich mich bei der Drogenberatungsstelle hier in Wanne-Eickel beworben und vorgesprochen. Und die meinten nur, also so wie Sie drauf sind, gibt es für Sie keine Entwöhnungsbehandlungen, auch keine Entzugs- oder sonstige Behandlung. Ja, also Post gab's. Ich habe gerade angefangen, meinen Weiterbewilligungsantrag für das Jobcenter zu bearbeiten. Und dazu muss ich meine Konten offenlegen und das macht doch ein bisschen Arbeit immer wieder, in der ich dann unterbrochen wurde von irgend so einem Typ, der mir wieder irgendwas liefern wollte, so wie gestern auch. Da war wieder so ein Lieferando-Terrorist da, hat den Lauten gemacht hier vor meinem Fenster, meinte, komm raus, du asoziales Schwein. Bin ich aber nicht rausgegangen. Ich habe nur das Telefon ausgemacht. Mit solchen Typen, von solchen Leuten lasse ich mich nicht provozieren. Nein. Das ist Teil dieser verdeckten, mir ausgeübten Folter, Provokation. Und darauf reagiere ich mit zunehmender Gelassenheit. Was habe ich sonst so gemacht? Genau, ich habe an die deutsche Rentenversicherung faxen können, beziehungsweise lassen. Faxen lassen können. Eine Bestätigung hier, genau, von meiner Uni-Ausbildungszeit, Vordruck V0510. Albert Ludwigs Universität Freiburg. Was? Zeitraum vom 1.10.1988 bis 31.03.1993 war ich dort. 1.10.88. Das kann gar nicht sein, denn 89 habe ich erst in Landau mein Vordiplom gemacht. Egal.
Service Center, genau. Okay, und was habe ich noch gemacht? Ich habe ein Fax an die Bezirksregierung faxen lassen. Betrifft das die Verweigerung der Wiederherstellung meiner Approbation. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin und war gesund. Die Behauptung, ich sei an paranoider Schizophrenie erkrankt, beruht auf einem grob fehlerhaften Gutachten und entspricht nicht den Tatsachen. Ich bin Opfer und Überlebende einer bisher noch geheimen Mord- und Foltertechnologie. Ebenso bin und war ich nie drogenabhängig, sondern habe gelegentlich Cannabis zu meinem Vergnügen konsumiert. Ich verlange von Ihnen eine ernsthafte Prüfung meiner Behauptungen, anstatt mich weiter mit sinnlosen Sanktionen zu bestrafen und die Aufhebung des Ruhens der Approbation weiter hinauszuzögern. An die BZ in Arnsberg. Die dunkle Seite der Bürokratie ist da aktiv. Ja, okay, das. Und Post habe ich frische bekommen. Ja. Da ist zum einen die Zentrale der Justiz, die mich wieder anschnurrt und irgendwelche Gelder von mir verlangt. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Ah ja, da habe ich vergeblich versucht, gegen dieses Fake-Gutachten vorzugehen. Und das soll mich jetzt kosten. Rechnungsbetrag 649,90 €. Gebühren, Verfahren im Allgemeinen. Ja. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Sollte es Ihnen aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich sein, den Rechnungsbetrag fristgerecht zu begleichen, können Sie einen schriftlichen Antrag auf Ratenzahlung oder Stundung bei der Zahlstelle stellen. Bitte geben Sie bitte dabei das Kassenzeichen an und bla bla bla. Ja, werde ich mal hinmailen und darauf hinweisen, dass ich arm bin und weder willig noch bereit, diese Gebühren zu bezahlen. Und dann habe ich eine Postkarte bekommen. Grüße aus Alt-Schauerberg. Eduard K., Buschkampstraße 28. Hallo Ede, ich wünsche dir angenehme Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib stark im Kampf für die Gerechtigkeit. Möge der finale Knack und Zuck bald einsetzen. Slava Ukraine. Slava Ukraine, was mag das heißen? Freiheit für die Ukraine oder die Ukrainer sind stärker als die Russen. Ich habe keine Ahnung. Dankeschön dafür. Ja, das hat mich gefreut, dass da jemand an mich denkt da draußen. Und mir alles Gute wünscht in meinem Kampf für Gerechtigkeit und Wiederherstellung meiner Rechte. Freut mich.